Unternehmerisches Handeln wird mehr denn je durch externe Faktoren bestimmt. Handelskonflikte, die Klimawende und nicht zuletzt der Einfluss der Covid-19-Pandemie stellen Unternehmen vor neue, bisher unbekannte Herausforderungen. Technologische Durchbrüche im Bereich der Informations- und Kommunikationstechnik können Unternehmen dazu befähigen, flexibel auf diese Herausforderungen zu reagieren. Unter dem Leitthema Vernetzte adaptive Produktion erfolgt die Entwicklung von Lösungen für eine zukunftsfähige, datengetriebene Produktion. Heutige Produktionssysteme sind auf große Stückzahlen ausgelegt. Wir brauchen aber einen Paradigmenwechsel, damit wir auf die Losgröße 1 kommen. Warum? Wir brauchen die zeitliche und räumliche Entkopplung voneinander, um die Vorteile der alten Produktionssysteme aufrechtzuerhalten. Unser Ansatz ist die frei verkettete Montage. Unter Verwendung mobiler Roboter und Messtechnik in der Montage erweitert sich der Einsatz von Automatisierungslösungen in Bereiche, welche bisher vor allem durch manuelle Montagevorgänge geprägt waren. Dadurch wird beispielsweise die Montage von Windschutzscheiben in Bewegung ermöglicht. Automation dringt somit auch in den Kleinserien- und Prototypenbau vor. Hier am Beispiel der vorrichtungslosen Montage. Verteilte Sensorsysteme stellen dabei die notwendigen Informationen für Navigation und Prozessanpassungen in servicebasierten Architekturen zur Verfügung. Wir erleben als Datenquelle eine Vielzahl unterschiedlicher Sensoren. Die drahtlose Kommunikation ist eine wesentliche Schlüsseltechnologie. In unserem 5G Industry Campus Europe haben wir die Möglichkeit, ein Experimentalfeld aufzubauen, um genau diese Technologien zu erproben. In verschiedenen Laboren werden unterschiedlichste Anwendungen untersucht, von der mobilen Robotik bis hin zur Prozessüberwachung beim Bliskfräsen. Durch drahtlose Datenübertragung mit kurzer Latenz können kritische Frequenzen im Prozess direkt erkannt und Eingriffe automatisch ausgeführt werden. Sensorik und Kommunikationstechnik ermöglichen die Bereitstellung von Prozessdaten in Echtzeit. Diese großen Datenmengen können nicht mehr manuell ausgewertet werden. Hierfür wird technische Unterstützung benötigt. Mittels modellbasierter Ansätze wird ein digitaler Schatten der Produktion erzeugt, der es erlaubt, Vorhersagen über Systemzustände zu treffen, um ein präventives Eingreifen zu ermöglichen. Das zentrale Werkzeug für zukünftige digitale Unternehmen ist sicherlich die Datenanalyse. Für uns haben wir den Begriff Predictive Quality geprägt. Das bedeutet, dass in einem sehr frühen Zeitpunkt auf Grundlage vorhandener Daten Vorhersagen getroffen werden können über die Qualität eines Werkstücks und sein Verhalten im Feld. Diese Daten ermöglichen Unternehmen und vor allen Dingen den Mitarbeitern in Unternehmen, Entscheidungen zu treffen, um gegebenenfalls korrektiv eingreifen zu können. Trotz der zunehmenden Datenverfügbarkeit wird es aber in Zukunft unvorhersehbare Ereignisse geben, die zu Instabilitäten in unseren hochkomplexen Produktionssystemen führen. Der Schlüsselfaktor für erfolgreiche, resiliente Unternehmen sind hochqualifizierte Mitarbeiter. Sie sind in der Lage, gute Entscheidungen zu treffen und Probleme zu lösen. Wir haben zwei Aspekte, technischer Art und qualifikationsbezogener Art. Auf der einen Seite stehen Echtzeitdatenverarbeitung, Modelle, Algorithmen. Auf der anderen Expertenwissen. Damit ist es den Mitarbeitern möglich, den gewünschten Systemzustand wiederherzustellen. Wenn Sie mehr über das Internet of Production erfahren möchten, besuchen Sie uns beim 30. AWK in Aachen. Wir freuen uns darauf, mit Ihnen die Produktion der Zukunft zu diskutieren.